Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft Remastered. Zum Ausschlüpfen von ein paar Ultras. Wir sind hoffentlich bald durch mit dieser Mission. Ich habe nämlich keinen Bock mehr darauf. Wir müssen auch nur noch hier hinten das Ding erreichen. Das Problem ist 4 Scarabs, Yippie und so. So, wir haben Duran auf der 1. Auf der 2 ist diese Königin hier, die wir wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen werden. Ihr seid meine Nummer 3. Auf 4 habe ich noch ein paar Hydras, auf 5 habe ich gar nichts. Gut, jetzt müssen wir uns echt nur noch überlegen, wie kommen wir sinnvoll da hoch. Ich würde sagen, gehen erstmal bis da und überlegen es uns dann. Es scheinen hier keine unsichtbaren Einheiten zu sein, außer halt hier ein paar Beobachter. Die sind mir egal. Das ist mir mittlerweile auch egal. Theoretisch können wir das wahrscheinlich sogar einfach durchrushen. Schaltet sie aus. Alter Vater, sind das viele Beobachter. Herr Templer. Zerstört einfach alles. Duran ist auf dem Weg. Ich tarn ihn trotzdem nochmal. Nicht, dass wir es bräuchten, aber ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, wie gesagt, die ignoriere ich jetzt einfach nur noch. Brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Dieser Kasten ist zur Überladung bereit. Das sollte es denn jetzt auch gewesen sein. Die letzte Sprengladung ist gelegt. Talimatos wird auf deinen Befehl hin explodieren. Nun gut. Cerebrat, schicke meine Diener auf den Planeten hinunter und lasse die Materialien holen. Duran, lass die Sprengladungen hochgehen. Zündung beginnt. Okay, ich musste noch 5 Sekunden durchhalten. Kann ich so eine Anti-Protus-Nuke öfters kriegen? So, was machen wir jetzt mit der Materialien? Vernichtung der Bestie. Verseuchte Plattform über dem Planeten Chara Kerrigans Operationsbasis. Das Ding kennen wir aus Teil 2 schon. Endlich ist die Zeit gekommen, meine Untertanen, den elenden Overmind und die letzten seiner abtrünnigen Zelebraten zu vernichten. Wir können davon ausgehen, dass uns das VED entschieden Widerstand leisten wird. Aber nicht einmal das kann uns im Wege stehen. Jetzt, da die Matriarchin Rashagal in meiner Gewalt ist,
besitze ich das Mittel, den Overmind gefahrlos anzugreifen. Aber Königin, ich dachte nur, die Energien der dunklen Templer könnten den Overmind und seinen Zerebranten schaden. Selbst mit den vielen Gruppen, die unter deinem Kommando stehen, wäre jeder Angriff auf die Abtrünnigen umsonst. Das ist nicht ganz richtig, Turel. Um genau zu sein, erwarte ich in Kürze das Eintreffen meiner Geheimwaffe. Wie du meinst, meine Königin. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum. Wir erhalten eine Übertragung von einem nicht identifizierten Protoss-Träger. Das liebe ich so an den Protoss. Sie sind so wunderbar pünktlich. Kerrigan, hier ist Zeratul. Ich will wissen, warum ihr unsere Matriarchin entführt habt. Um ehrlich zu sein, Zeratul, an der Matriarchin bin ich eigentlich gar nicht interessiert. Ihre Entführung war nur ein Mittel zum Zweck, um dich herzulocken. Siehst du, ich brauche dich und deine Brüder, damit ihr den Overmind für mich tötet. Und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um mich eurer Kooperation zu versichern, war, mir das zu nehmen, was euch am wertvollsten ist. Du hast aber mein Wort, dass die Matriarchin zu euch zurückkehren darf, sobald ihr den Overmind getötet habt. Als ob euer Wort auch nur den geringsten Wert hätte. Zeratul, mein treuer Diener. Ihr müsst Kerrigan bei dieser Aufgabe helfen. Der Overmind ist unser gemeinsamer Feind. Er muss vernichtet werden, um das Überleben unseres Volkes zu sichern. Ihr verlangt von mir, dass ich dieser bösen Kreatur helfe? Ich erbitte das nicht um meinetwillen. Auch bitte ich nicht um Kerrigans Willen darum. Ich bitte euch für unser Volk darum, Zeratul. Gehorcht mir, wie ihr es immer getan habt. Vertraut auf mein Urteilsvermögen. Nun gut, Matriarchin. Der Overmind wird noch heute sterben. Ja gut. Wir haben jetzt als Protoss Zugriff auf... als Zerg Zugriff auf Protoss Einheiten. Nutzen Sie die Säuresporen der Vernichter, um Ihre Feuerrate einer feindlichen Einheit zu verringern und deren Panzerung zu beschädigen. Okay, dass die auch noch gleichzeitig Feuerrate verringern, ist natürlich gut. Effekt ist kumulativ und sollte am besten mit anderen angreifenden Truppen kombiniert werden. Ja, das wissen wir bereits. Ich habe keine Ahnung, wir haben eine kleine Basis. So, wir haben einige wenige 192 Warp-Knoten. Ein Templar-Archiv, das müssen wir um alles in der Welt verteidigen. Ohne sind wir gearscht. Deshalb baue ich doch Drohnen, damit ich mehr Mineralien kriege. Ich verstehe euer Problem nicht. So, hier haben wir ein paar Vernichter. Wir können ja jetzt auch wieder fliegende Einheiten erschaffen. Das ist ja schon mal ganz nett. Werden dann wahrscheinlich auch, ja, wir können auch wieder den Bauchbeutel erforschen. Ja. Ich würde mich gerne mal ein bisschen umgucken. Die Map ist nicht so groß. Fast schon. So, ich habe die Hoffnung, dass ich da unten relativ ungestört sein kann. Aber nein. Auf jeden Fall eine Rampe, das ist nicht gut. So soll es sein. Für Ajur. Und hier geht es ziemlich weit. So soll es sein. Nun gut. Für Ajur. So, da haben wir schon mal die ersten Zerg gefunden. Die auch gleichzeitig mit Detektoren rumrennen. Hippie.
brauche noch ein paar Gebäude. Gibt es denn hier oben irgendwas? Hier oben wird auf jeden Fall nicht viel gebaut werden können. Aber ich sollte trotzdem gucken, dass ich hier irgendwie was draufkriege, um Verteidigung zu kriegen. Hier müsste ich ja eine Brutstätte hinpassen können. So, ich habe ja nur eine. Ich hätte noch mindestens eine zweite Evokammer, eigentlich sogar am liebsten noch eine dritte. Das passt halt nicht. Da passt eine hin. Yippie. Ihr stellt euch mal als potenzielle Verteidigung damit hin. So, da wir hier auch mit Boden, also mit Ultras und so kämpfen werden. Zumindest sind die ganzen Protoss-Einheiten, also die Dark Templar, sind komplett getaggt. Das ist schon mal viel wert. Erhöhter Angriffsradius hätte ich gerne. Brauche ich aber noch ein bisschen Gas. Ich sollte auf jeden Fall auch... Oh. So, einfach mal ein paar mehr Dornisten bauen. Ich hasse es. Seid ihr eigentlich vollkommen inkompetent? So, die Position halt nichts anderes. So, einer von euch darf da noch mithelfen. Dann brauche ich mal Verteidigung nach hier unten. Da die auch mit Terranern zusammenarbeiten, können die überall... Ich hätte mir das hier übrigens vielversprechender erhofft. Muss ich ja zugeben. Base hier sollte aber relativ schnell fallen. Oh. Du Kacke. Oh, danke. Wesentlich mehr Mineralien. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber hier sollte eigentlich gar nicht da sein. So, von da kommen Terraner. Es wird wahrscheinlich leider nur eine Frage der Zeit sein, bis sie mit Siege Tanks ankommen. Das wäre dann echt nicht cool. Ja, ich weiß, dass du da nicht bauen kannst, wenn da gerade Säuglinge vorbeirennen. So,
Dark Templar sind natürlich relativ teuer. Was euch die Terraner? Nicht gut, die können sich in die Luft jagen. Schleicher hätte ich natürlich auch gerne demnächst, aber jetzt gerade noch nicht. Mehr Drohnen. Da muss ich echt was gegen unternehmen. Gegen die verseuchten Sorg. Verseuchten Terraner. Na gut, dann geht ihr einfach alle drei da arbeiten. Gut, das Ding hier hätte ich mir sparen können, ganz ehrlich. Weil ich kann hier ein paar Sporen hinsetzen. Ein paar Tiefenkolonien. Und mit den Tiefenkolonien vielleicht zumindest ein, zwei Einheiten abfangen. Aber mehr wird uns das echt nicht bringen. Es passen sogar nur die zwei hier hin. Nein. Dann darfst du mit da arbeiten. Dürfte auch mal arbeiten. Das ist super. Kommen die zumindest nicht wirklich weit. Das Königin ist brauche ich. Brauche aber auch Schößlinge. So, den erhöhten Sichtradius für Overlords ist echt sinnvoll. Ich werde halt mit zwei Dark Templern hier auch nichts ausrichten können. Die tanken ja leider nicht so viel. Ich hätte aber gerne trotzdem mal noch ein paar mehr. So, auch mehr Hydras, aber die kosten ja leider noch ein paar mehr Mineralien. Wieder weg. Tschüss. So soll es sein. Nun gut. Er war. Nun gut. Das hat zumindest nicht viel, aber ein bisschen Schaden gemacht, ne? So, ihr könnt euch eure Schilde wieder aufladen. Ich will die echt nicht riskieren. Dafür sind die einfach zu teuer.
Also auf jeden Fall brauchen wir noch einen Ultralistenhügel und ein Nidos-Netzwerk. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, meine Flieger hätte ich gerne upgegradet. Das Ding kann man sich mal upgraden, eingraben. Das ist keine schlechte Idee. Achso. Ihr haltet die einfach mal auf. Sehr schön. So, irgendwas hat hier trotzdem das Viech noch gekillt. Das ist nicht cool. Aber genau das, was ich befürchtet habe. Dass sie demnächst einfach mit Seedstanks ankommen und mich auslachen. Dich da oben hinstellen. Ich sollte, glaube ich, auch einfach mal noch ein paar mehr Warlords machen. Habe ich ja keine weiteren Flieger, deshalb lassen wir es da erstmal bei. Ich werde nachher auf jeden Fall auch wieder mit Guardians und so weiter arbeiten. Das steht außer Frage. Ich frage mich, ob ich die 1 weiter nach oben hätte setzen können. Ich glaube aber nicht. Ja gut, das sind nämlich genau Einheiten, gegen die ich mich dann nicht wehren kann. Ja, ich weiß, dass ich gerade wieder 3 Drohnen erstelle, aber das ist mir egal. Auch Leute. Hier können wir uns zumindest noch eine kleine Basis schnappen. Nichts Wildes, aber ein bisschen was. So. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Bräuchte ich also da oben auch einfach halt was. Na toll.
Ah, damit ein bisschen Schaden genommen, aber. Auf K? Wer setzt die denn da hin, bitte? Das muss man mir mal erklären. Aber gut, die nächste Textstufe hiervon hätte ich gerne. Und dann fangen wir mal an. Mutas zu basteln. Ja, Mutas sind teuer. Wie gesagt, das Ding hier, die beiden dienen eigentlich nur dazu, falls von oben ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Aber sie ist scheinbar nicht immer so. Gerne hier noch ein bisschen mit aufräumen, bevor die, ja gut, die haben jetzt gerade hier zum, sammeln die zum Angriff scheinbar, weil bevor die dann noch viel mehr Einheiten sammeln, der Goliath ist natürlich ein bisschen ätzend. Ja, Ghost. Was macht denn ihr da unten noch? Habt ihr genug zu tun? Wieso lebt das Viech noch? Warum können die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch so schon kommen in Avalien. Ich kann doch nicht überall gleichzeitig sein. Ja.
wirklich da ein Dark Templar dran? Golida. Ja. So, hier oben ist noch ein Gegner. Das ist nicht nett. Ich hatte doch hier ein paar Drohnen. Ich würde mich gerne ein bisschen besser nach da unten absichern. Dann noch ein bisschen nach da oben absichern. Wo sind die restlichen Drohnen hin? Hier zumindest ein bisschen gefordert. Das ist komplett alles durch. Das ist schon schön. Ich brauche trotzdem noch eine neue Basis. Klar, ihr Schaden ist super, aber sie brauchen halt Wind Tank. Dafür bräuchte ich am besten Ultralisken, die ich noch nicht bauen kann. Das sollte ich vielleicht auch ändern. Wenn ich dann so ein, zwei Ultralisken da reinschicken kann, dann kann ich die da hinterher jagen. Auch, ob ich eventuell... Mir seid da eh viel zu viele, ne? Ob ich irgendwie es schaffe, da vorne Kriecher reinzukriegen. Ich glaube nicht. Aber zumindest bis hier oben sollte es gehen. Okay. Schade. Ich hätte die wahrscheinlich schon wesentlich früher ausmerzen sollen. Jetzt mal diese Guardians da angreifen, oder seid ihr da nicht in der Lage zu? Dafür gebe ich euch eigentlich das Reichweiten-Upgrade. Ja, und jetzt kommen die mit so einer... What the fuck? Ja, nee, das darf ich mal wieder neu starten, weil ich zwischendurch nicht gespeichert habe. Oh, schade aber auch, ne? Gar nichts machen. Ich habe viel zu wenig Hydras. Na gut, wir wissen zumindest, was uns in dieser Mission erwartet. Ich habe wenig Lust drauf und wir sehen uns nachher wieder um 15 Uhr, wenn ich das Ganze neu starte. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.